Herzlich willkommen zum Tiroler UV-Magazin anlässlich 100 Jahre FC Wacker Innsbruck. Diesmal ganz im Mittelpunkt der Trainer und Sportdirektor der Mannschaft, der Roli Kirchler. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Roli, im Tiroler Sport ist es so üblich, da ist man bei du. Danke, dass wir unser Gespräch auf dieser Ebene führen dürfen. Hintergrund: Vorbereitungen auf das zweite Testspiel für die neue Saison. Wie entwickelt sich die Mannschaft bisher? Ja, jetzt sind wir froh, dass wir dann alle am Boot haben. Also nächste Woche als Vorgriff an aktuelle Info werden wir den Spanier, den Jairo, bei uns begrüßen dürfen. Also der kommt wahrscheinlich am Dienstag oder am Montag am Abend zu uns. Wir hoffen, dass der medizinische Check dann passt und das erste Training auch okay geht. Und dann werden wir am Dienstag am Abend vielleicht diesen Vertrag mit dem Jairo unterschreiben. Dann haben wir alle Neuen und die Alten alle am Boot und dann können wir ja loslegen für das ganze Jahr. Jetzt wissen wir, es läuft nicht ganz alles rund beim FC Wacker Innsbruck. Wie ist die Doppelbelastung für dich als Trainer und Sportdirektor? Ja, viel Arbeit, ich muss sagen. Mein Urlaub ist heuer flach gefallen, aber ich habe das übernommen mit dem Gogo Feistmantel zusammen, wo ich mich auch bedanken will beim Gogo, weil er wirklich sehr, sehr viel auch arbeitet und immer im Büro ist, fast länger wie ich. Wir teilen uns da die Arbeit auf und haben nach dem Abgang von Oliver Brudlow uns verpflichtet, das zu übernehmen. Ich muss einmal sagen, weil schon oft in die Zeitungen gestanden ist, der Roli Kirchler wurde jetzt danach gleich Präsident und auch Geschäftsführer, weil er der Gerald Schwanning auch weg ist. Also ich habe den Job nur übernommen, weil ich ein Herz für diesen Verein habe, nicht weil ich so selbstverliebt bin und die ganzen Jobs jetzt an mich reißen will und den Verein kontrollieren will alleine. Also ich mache das nur, weil ich eine gute Mannschaft am Platz haben will als Trainer, weil ich bin ja immer noch Trainer, bin ja offiziell nicht Sportdirektor. Habe das, wie gesagt, mit den Gog übernommen und ich hoffe schon, dass vielleicht dann in ein paar Monaten eine geeignete Person am Sportdirektorposten dann auch sitzt. Gerade Stichwort Trainer und Mannschaft, wie darf man die Ausrichtung vom FC Wacker Innsbruck für die Saison 2013-2014 sehen? Wo hinter dir eher mit dem Fußball, eher offensiv oder eher defensiv? Wir wollen diese Richtung der letzten 7-8 Runden fortführen, das heißt offensives Pressing im Mittelfeld. Wir wollen schauen, dass wir den Ball, wenn wir ihn verlieren, gleich wieder erobern. Das, glaube ich, haben wir auch in den letzten Spielen gezeigt, dass wir, außer beim letzten Spiel in Wolfsburg, da waren wir ziemlich nervös. Aber bei den anderen Spielen vorher haben wir, glaube ich, gezeigt, dass wir sehr dynamischen Fußball spielen können. Auch die Leute haben das honoriert, glaube ich, am Tivoli-Stadion und sind auch begeistert gewesen von der Spielweise in den letzten Runden. Ja, da hinten trainieren sie oder wärmen sie auf und wir haben eine ganz gute Mischung zwischen Alt und Jung jetzt gefunden und diesen Weg wollen wir weiterführen und hoffen, dass wir nicht wieder so eine Drucksituation wie in der alten Saison vorfinden, dass es einfach bei jedem Spiel gegen den Abstieg geht und einfach der Druck und die Nervosität sehr groß war. Wie war denn nach diesem Spiel gegen den Abstieg, wo wir Gott sei Dank die 3 Punkte und die 3 Tore innerhalb 7 Minuten gemacht haben, die Heimreise? Wie hat sich das da abgespielt im Bus? Das darf ich nicht öffentlich jetzt sagen vor die Kameras. Nein, natürlich ist gefeiert worden, es ist klar. Also am Anfang ist jeder mit jedem hat getanzt und jeder hat mit jedem ein Bier getrunken und. Also wir haben die Musik in unserem Bus aufgestellt, die Lieder, die uns in den letzten Runden dann immer Glück gebracht haben, die haben wir immer wieder runtergespielt von oben nach unten. Ja, und so nach 3-4 Stunden sind die Energien von den Feierern dann ausgegangen. In der letzten Stunde sind wir dann eigentlich nur mehr so drinnen gesessen und haben eigentlich dann auch genossen. Und wie wir dann in Innsbruck waren, sind die Jungen noch ja, separat eine Runde gegangen und wir Trainer sind noch auf ein Glas Rotwein gegangen und dann, ja, wir waren ein bisschen später daheim. Um 2, glaube ich, waren wir in Innsbruck, ich war um 5 im Bett, glaube ich. Das hat gepasst, war super. Es hat ja bei diesem Spieler einen Vorfall gegeben, der dann für dich doch noch ein recht dramatisches Strafausmaß gekriegt hat. Jetzt bist du ein sehr sozial engagierter Mensch, du bist ein Familienmensch, aber du bist auch ein emotionaler Mensch. Wie sehr trifft denn die diese Strafe der Bundesliga? Ich habe einen Fehler gemacht, das habe ich schon öffentlich zugegeben und für einen Fehler sollte man bestraft werden. Ich glaube, das Strafausmaß ist ein bisschen zu hoch. Ich glaube nach wie vor, dass es eine Retourkutsche ist zu diesem Schiri-Sager, den ich mal vor 2 Monaten gesagt habe, wo ich gesagt habe, ich bin zu intelligent, um Schiri zu sein. Also ich glaube, da das Strafmaß mich eher nach oben gedrückt. Ich habe einen Fehler gemacht, den habe ich zugegeben. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt Berufung eingelegt gegen dieses Urteil und ich hoffe, dass dieses Berufsverbot aufgehoben wird, weil die Strafe, okay, die muss ich dann zahlen, das ist mein Fehler gewesen. Aber das Berufsverbot, das hoffe ich schon, dass das aufgehoben wird, weil ich möchte bei meiner Mannschaft sein, die ersten Spiele und das ist dann schon ein bisschen blöd, möchte ich sagen, wenn ich dann 4 Spiele auf der Tribüne sitzen muss. Wir haben einen kurzen Filmbeitrag vorbereitet über dich, der ein bisschen deine Stationen zeigt. Dann geht es weiter mit unserem Gespräch. Roland Kirchler bei seiner Präsentation als Trainer des FC Wacker Innsbruck. Der 1970 in Innsbruck geborene, langjährige Spieler und Trainer der WSG Swarovski Wattens löst Walter Kogler ab. Roli Kirchler hat eine tolle Karriere als Spieler hinter sich. Bis 2002, dem Untergang des FC Tirols, war er der Innsbrucker Mannschaft treu. Zahlreiche Erfolge darf der Mittelfeldspieler verbuchen.
Kirchler bestreitet außerdem 28 Spiele für das österreichische Nationalteam und erzielt dabei 5 Treffer. Erfolgsgeheimnis ist im Fußball immer die Kontinuität und ich bin jetzt das 4. Jahr da. Am Anfang als junger Trainer habe ich auch sehr viele Fehler gemacht. Das sieht man dann im Nachhinein immer besser. Am Anfang meint man immer, wenn man ein guter Fußballer war, dann kann man das so machen, aber das geht nicht. Es war ein Problem als Spielertrainer am Anfang. Ich habe noch Fußball gespielt selbst und hätte sollen das Ganze von außen leiten und innen spielen. Also das, die Doppelfunktion, das war ganz, ganz schwierig. Jetzt, wo ich nicht mehr spiele und von außen das Ganze betrachte und auch mein Trainerteam mit dem Watzia, mit dem Hermann Steinlechner, auch der Auer Robert, also jetzt sind wir 3-4 Jahre beieinander, Krücki im Büro, also wir sind jetzt beim Arbeiten, dass wir arbeiten jeden Tag hart, sagen wir so. Und der Erfolg, sage ich mal, oder die Kontinuität, sprich, wir sind jetzt in den letzten anderthalb Jahren immer da vorne dabei. Das zeigt schon, dass im Fußball, auch wenn man sich ein bisschen Zeit gibt und die Leute dann lang arbeiten können, dass dann auch ein Erfolg zustande kommt. Bis 2012 ist Rohli als Trainer bei der WSG Wattens aktiv und führt die Wattener zweimal in die Relegationsspiele um den Aufstieg in die erste Liga. So wie wir jetzt in diesem Filmbeitrag gesehen haben, Rohli, der Tiroler Weg bei dir eigentlich genau das richtige Stichwort. Von der Wattener Jugendmannschaft über den Wacker, wieder zurück jetzt dann als Trainer zu Wacker. Dieser Tiroler Weg, den so viele propagieren, soll das ein gelebter Tiroler Weg werden? Ist das wirklich eine Zukunftsperspektive für Tiroler Fußball? Ich stehe auf Tiroler. Ich bin immer als Spieler schon irrsinnig gern in Innsbruck gewesen. Also wenn man da aufschaut, ich meine, jetzt scheint leider nicht die Sonne, aber ich glaube immer noch, wir leben im Paradies und das habe ich immer schon zugegeben, dass ich irrsinnig gerne hier bin. Ich habe 13 Jahre beim FC Tirol oder Wacker Innsbruck, halt früher FC Tirol, was geheißen hat, gespielt. Habe ein Riesenherz für diesen Verein und ich glaube, das habe ich auch das letzte Jahr bewiesen. Ja, wenn die Tiroler, die guten jungen Talente nach oben streben, dann bin ich natürlich froh, wenn es ein Tiroler ist. Aber wir haben auch viele gute junge Leute wie der Schilling oder wie Wernitznik, der jetzt von Kärnten oder von der Steiermark kommt. Also ich bin auch froh, mit anderen jungen Leuten im guten Fußball zu arbeiten. Aber natürlich freut es mich sehr und besonders immer, wenn so einer wie der Gründler Alex jetzt raufkommt und versucht, den Weg zu schaffen und Fuß zu fassen. Oder wenn jetzt der Steinlechner Michi als Spätberufener noch von Wattens raufkommt und vielleicht versucht, Profi zu werden und zu sein über längere Zeit. Also mich freut schon immer, wenn ein Tiroler diesen Weg schafft, weil ich selber auch diesen Weg so gemacht habe. Und je mehr das sie schaffen, desto besser. Und desto besser ist wieder die Außendarstellung des Tiroler Fußballs. Gerade deine Tiroler Liebe, die spielt, glaube ich, ein bisschen auch mit hinein bei dieser Charmeoffensive vom FC Wacker Innsbruck, wo man einfach auch in die Täler geht oder so wie hier in Neustift ein entsprechendes Freundschaftsspiel macht, oder? Ja, wir waren da, die Plätze sind perfekt. Auf der anderen Seite hinten auch. Wir waren letzte Woche da auf Trainingslager. Es waren sehr viele Leute am Trainingsplatz, auch ältere Leute, die oft einmal dann auf die Schulter geklopft haben und gesagt, super, dass ihr wieder bei uns seid. Wir sind nächste Woche in Südtirol und wollen wieder unsere freundschaftlichen Beziehungen mit Südtirol auffrischen, wo wir viele Fans gehabt haben, auch zu meiner Zeit, wo wir 2000 noch Meister geworden sind. Also wir versuchen wieder im Tiroler Gebiet hier Freunde zu gewinnen und ja, uns wieder sympathischer zu machen, weil ich glaube eben die Außendarstellung in den letzten Jahren war nicht unbedingt immer top und deshalb wollen wir wieder bei Null beginnen und versuchen, die Leute wieder zu gewinnen. Stichwort sympathisch, sympathischer Fußballspieler, aber mit wahnsinnigen tollen und sehr großen Erfolgen, mit auch sehr vielen großen Trainernamen. Hast du von diesen Trainern für dich ein bisschen was mitnehmen können? Fließt da ein bisschen was in deine Arbeit mit hinein? Klar. Ich meine, wäre blöd, wenn ich 20 Jahre Fußballspieler war und ich habe vom Trapattoni über den Kotiara, über den Ernst Happel natürlich auch noch als Anfang. Ich glaube, fast die erfolgreichsten Trainer mitunter gehabt von der alten Zeit. Ich meine, jetzt ist es, glaube ich, der Mourinho oder der Klopp, aber früher, die alte Generation, habe ich sehr viele erfolgreiche Trainer gehabt. Und natürlich nimmt man dann von jedem was mit. Immer ein paar Notizen gemacht, auch schon als Spieler. Und habe versucht, das dann ja, für mich selber zu verarbeiten. Jeder Trainer muss aber auch seinen eigenen Weg finden, also seine eigene Persönlichkeit einbringen. Aber natürlich, von den besten Trainern schaut man sich was ab. Aber auch von den schlechten schaut man sich was ab, was man nicht machen kann. Also das ist ja genauso. Und ja, ich habe das auch in meiner Diplomarbeit niedergeschrieben, meine ganzen Trainer, was ich, die ganzen Gedanken von den letzten 20 Jahren. Und das ist dann so eine Aufarbeitung gewesen. Und jetzt versuche ich, meinen eigenen Weg zu finden. Und ja, jetzt muss ich nochmal bei den Schiedsrichtern noch verbessern, dass ich mit den Schiedsrichtern ein besseres Verhältnis kriege. Und dann, glaube ich, bin ich am richtigen Weg. Trainer im Jubiläumsjahr des FC Wacker Innsbruck zu sein, 100 Jahre FC Wacker, auch etwas Besonderes für dich? Fürs Geschichtsbuch, ja. Da stehe ich jetzt drinnen und das wird ja dann nicht gelöscht, so wie es immer ist. Aber ich weiß auch, ein Trainer, ja, hat ein gewisses Ablaufdatum, das ist meistens überall so.
in jedem Verein, außer es gibt ein paar Vereine, die so Langzeittrainer beschäftigen, aber generell ist es so, dass auch im Fußball dann das auch schnell, sehr schnell zu Ende sein kann. Das hat man beim Kogelwalter gesehen. Und deshalb freue ich mich, solange ich da sein kann. Ich werde immer 100% geben und versuchen, ja, der Tiroler in Tirol zu sein und den Tiroler Weg auch zu bestreiten. Und wenn es nicht mehr so ist, dann muss ich eben beim neuen Verein mich wieder beweisen. Aber jetzt bin ich mal hier und jetzt arbeite ich hart und schaue, dass der Verein wieder nach oben kommt. 5. Juli ist Jubiläumsspiel vom FC Wacker Innsbruck gegen den HSV. Vorher das Legendenspiel. Sieht man Rolli Kirchler zumindest 45 Minuten am grünen Rasen? Jetzt der Bauch noch zulässt und die Kondition, ja. Nein, ich werde erst die Halbzeit spielen, ja, und dann will ich mich duschen gehen und mit meiner Mannschaft vorbereiten auf das Spiel gegen den HSV. Und ja, nein, es freut mich, dass alle oder viele Kollegen wieder da sind, die Alten und die Jungen. Da werden wir so ein Jugendspiel machen und ich hoffe, dass sich keiner wehtut, natürlich ich auch nicht. Und dass wir eine tolle Feier haben und nachher ein tolles Spiel gegen den HSV mit einem Abschluss im Tivoli-Stadion, im VIP-Raum, wo sich dann noch ja, ein paar alte Geschichten aufgewärmt werden wieder. Ich hoffe, dass wir wieder in diese alten Zeiten oder in diese Zeiten hinkommen, wo wir früher waren, in diese erfolgreichen Zeiten. Aber das ist natürlich viel Arbeit und harte Arbeit. Und ja, deswegen fangen wir jetzt mal an zu beginnen zu arbeiten. Abschließend die Frage, Rolli Kirchler, ein bisschen von einer anderen Seite. Du bist SOS Kinderdorf-Pate, du machst das mit sehr viel Einsatz und damit sehr viel Liebe. Gibst du das, was du da empfindest, auch den Spielern von Wacker mit? Kann man das irgendwie ein bisschen weitergeben, sozusagen, du, es gibt noch was anderes im Leben? Ja, ist so. Also jetzt habe ich ein bisschen weniger Zeit gehabt für meine Freunde vom SOS Kinderdorf, da möchte ich mich entschuldigen, aber es kommt wieder. Vor allem in der Weihnachtszeit haben wir immer einige Sachen gemacht, auch schon, wie ich in Wattens Trainer war, und das wird auch wieder kommen, das verspreche ich. Ja, wir haben ab und zu wieder einmal Kinder bei uns in der Kabine, denen es vielleicht nicht so gut geht, als wie unseren Kindern, die alle gesund sind. Wir haben da ab und zu mal ein paar Behinderte bei uns drinnen, die, ja, die geistig behindert sind, aber auch körperlich behindert, und da ja, sollen meine Spieler auch ab und zu mal sehen, wie wichtig das ist, dass es uns eigentlich gut geht und dass wir uns bewegen dürfen, weil ab und zu wird ja auch gejammert, wenn man einen Muskelkater hat. Also ich glaube, viele, die im Rollstuhl sitzen, wären froh, wenn sie einen Muskelkater hätten. Und da bin ich gerne bereit, oft, weil ich sehr viele Briefe kriege von Eltern, wo die Kinder das auch was bringt, wenn sie bei uns einmal ja, mit dem Rollstuhl durch die Kabine rollen dürfen und alle Spieler begrüßen dürfen. Da bin ich natürlich jederzeit bereit, sowas zu machen. Aber bitte nicht überfluten jetzt, aber ich habe immer wieder jemanden eingeladen, weil das einfach für mich einfach irrsinnig toll ist, wenn ich sehe, das Leuchten in die Augen vor die Kinder dann, wenn sie ja, mit unseren Spielern reden dürfen und wenn sie mal die Kabine von innen sehen. Also für sicher soziale Sachen bin ich immer zu haben, und also wenn jemand kommen will, soll er sich mal anmelden. Super, also danke fürs Gespräch und dann schönes Spiel heute. Danke, danke. Danke. Ciao, alles Gute. Vom Neustift im Strubetal hier zurück ins Tivoli-Stadion in den Eingangsbereich. Am 5. Juli 2013 findet im Tivoli-Stadion die große Jubiläumsgala statt. Neben mir der Organisator Ralf Schader. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und was erwartet denn die Besucher am 5. Juli? Ja, es soll ein würdiger Festakt des Sports werden. 100 Jahre FC Wacker Innsbruck gebührend soll man das feiern. Im Innsbrucker Tivoli-Stadion mit vielen großen Namen der vergangenen vielen, vielen Jahre einer großen Innsbrucker Fußballzeit, mit viel Show, mit viel Unterhaltung und sicherlich vielen Gags und dann auch einem würdigen Jubiläumsspiel des FC Wacker Innsbruck. Schau mal, bevor wir auf das Spiel vom FC Wacker Innsbruck gegen den HSV blicken, ganz kurz auf dieses Legendenspiel. Du hast dir nicht nur Mühe gegeben, sondern du hast wirklich ganz große Namen der Schwarz-Grünen-Geschichte hier nach Innsbruck holen können. Ja, es war schön, dass wir uns dann auf einen Termin einigen konnten, der jetzt, glaube ich, für alle nicht so schlecht erscheint, der Freitagabend, der 5. Juli, und wenn ich so sehe, von allen Himmelsrichtungen kommen sie eingeflogen und angefahren, und ja, da werden die Herzen der Tiroler Fußballfans sicherlich erstrahlen, weil es sind Leute dabei, die früher das Tivoli-Stadion fast alleine gefüllt haben, und die alle jetzt zusammen im Team am 5. Juli zu präsentieren, weckt auch in mir wieder besondere Emotionen, und ich glaube, Tirols Fußballfans werden da einige große Namen sehen. Ein wenig möchte man doch ein bisschen die Namen verraten. Der Hans Eigenstiller hat ja anlässlich seines Interviews ja zum Geburtstag zwei Namen schon gesagt, die ihm ganz besonders am Herzen liegen. Pippo Corosito und Hansi Müller. Und auch diese zwei ganz großen Namen, die dürfen wir in deinen Namen dann auch am grünen Rasen begrüßen, oder? Ja, viele. Aber wie gesagt, ein Hansi Müller hat ja ganz Tirol elektrisiert. Ein Pippo Corosito ebenfalls, ein Radoslav Gilewitz, ein Václav Danek, ein Stanislav Czerczesow, wenn man jetzt diese Spieler hernimmt, die doch von weiter her anreisen. Auch ein Peter Backhult, ein Kurt Garger,
einfach alles Leute, die, glaube ich, auch gerne in Tirol gespielt haben und die sich alle freuen mit diesem kompakten Team. Wir haben ja rund 40 Legenden am Rasen und sehr viele Legenden auch auf der Tribüne mit dabei, die etwas ältere Generation, die große Wacker-Familie, die große erfolgreiche Wacker-Innsbruck-Mannschaft, die wird ja auch auf der Tribüne größtenteils mit anwesend sein. Also ich glaube, geballte Fußballladung. Du bist ja sehr eng verbunden natürlich mit der Geschichte des FC Wacker Innsbruck. Du bist ein unvergesslicher Stadionsprecher und du hast ja unter anderem auch Sierra Madre damals in Tirol eingeführt als sozusagen Schlachtgesang des Tivoli-Stadions. Wie sehr freut dich diese Feier, wie sehr freut dich das Jubiläum? Ja, bei mir ist es sicherlich mit sehr viel Emotionalität verbunden, weil mein Herz am Fußball hängt. Das wissen, glaube ich, jene Leute, die mich kennen. Und auch für mich ist es besonders schön, mit dem FC Wacker Innsbruck gerade an diesem Tag wieder in Tivoli-Stadion zu stehen, weil ich glaube, viele, viele Jahre eigentlich als Stimme des Stadions doch auch meinen kleinen Teil dazu beitragen konnte, Fußballfeste zu feiern. Wir haben gerade vorher mit dem Roli Kirchler sprechen können. Er wird eine Halbzeit spielen, die erste Halbzeit. Dann muss er sich vorbereiten mit seiner Mannschaft auf das große Freundschaftsspiel des FC Wacker Innsbruck gegen den Hamburger Sportverein. Wie sehr freust du dich als Organisator über diesen doch sehr bekannten Gegner? Gut, der Hamburger SV ist ein Top-Club, das weiß man. Die großen Erfolge hängen leider schon etwas nach, aber der Diener der deutschen Bundesliga, ein zweifacher Europapokalsieger, ein mehrfacher deutscher Meister mit mehreren deutschen Nationalspielern, mit einem holländischen Superstar, Raphael van der Vaart, ich glaube, das hat schon seinen Reiz. Und da auch der HSV mittlerweile Dauergast in Tirol ist im Rahmen seiner Trainingslage, ist, glaube ich, das gerade ein würdiger Jubiläumsgegner. Und es soll Schlechteres geben, wie einen HSV am Tivoli zu empfangen. Dann sagen wir danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wünschen uns für den 5. Juli optimale Voraussetzungen, sowohl stimmlich als auch wettermäßig. Und wir sagen danke fürs Dabeisein beim Tirol TV Magazin anlässlich 100 Jahre FC Wacker Innsbruck. Neues aus Tirol, das gibt es bei uns immer ab 17 Uhr im Tirol TV aktuell. Okay.